Belgiens Trainer Marc Wilmots lässt seine Rasselbande los. Die jungen Wilden, die mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 11 Monaten als drittjüngstes Team in die WM starten, werden von vielen als Geheimfavorit gehandelt. Doch davon will der Trainer nichts wissen. Erfahrungen können sie nicht kaufen. Dafür muss man kämpfen. Kleinste Fehler werden bei der WM sofort bestraft. Ich weiß noch nicht, wie meine junge und unerfahrene Mannschaft mit dieser Situation umgehen wird. Wir können die Spieler nur davor warnen, überheblich zu sein. Einem oder zwei Spielern habe ich gesagt, wenn du deine eigene WM spielen willst, dann ist das der beste Weg, sie zu verlieren. Wir werden nur als Team, als eine geschlossene Einheit stark sein. Mahnende Worte des 45-Jährigen, der vor dem Auftakt gegen Algerien seinen Vertrag nun auch schriftlich um 4 Jahre bis 2018 verlängert hat. Seine Mannschaft geht mit der Rolle des Geheimfavoriten betont gelassen um. Wir sind entspannt, jeder ist zuversichtlich, wir haben ein gutes Team. Seit 4 Jahren spielen wir nun schon zusammen und freuen uns auf diese WM. Marc Wilmots und seine Rasselbande. Die Fußballwelt schaut auf Belgien.